Nein, das würde ich nicht sagen. Der entscheidende Gedanke ist aber, dass es das nicht werden darf. Und dafür ist zwingend erforderlich, dass wir überlegen, was eigentlich unsere Erzählung für die Digitalisierung unserer Gesellschaft ist. Die schreitet voran, unaufhaltsam. Die Technik wird man nicht aufhalten können. Und ich glaube, alle, die das Silicon Valley einfach kopieren wollen, sind auf dem falschen Weg. Zumal diese sehr ideologisch behaftete Silicon Valley-Haltung mit allem Libertarismus, der damit verbunden ist, auch in den USA hoch umstritten ist. Und ich glaube, wir müssen es wirklich schaffen, auch im Hinblick auf Persönlichkeitsrechte, Privatsphäre, Daten, Hoheit und Ähnliches, eben unsere eigene Erzählung zu finden, unsere eigenen Gesetze zu machen und auch hart für deren Durchsetzung zu streiten, schon alleine um Wettbewerb weiter offen zu halten und diese Rechtsstaatlichkeit, die wir haben, zu bewahren.